Dann mache ich das mal auf. Mal gucken, wo es lang geht jetzt. Komm, gib doch den Fahrstuhl frei. Das wäre doch mal richtig cool. Ist der frei? Komme ich da jetzt rein? Hallo? Tatsache. So, Chief Irons, mal gucken, wie du da oben so schön gehaust hast. Deine private Residenz, es geht wieder aufwärts. Ich freue mich. Oh Mist. Wo bin ich hier? Ich bin im Hinterhof des RPDs. Und es schüttet wie aus Kübeln. Auch mitgenommen. Erstmal alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Durch die Fenster kann ich da ja nicht durchgucken. Naja, ist nicht schlimm. Das war so ein privater, geheimer Ausgang, ja? Vom Chief. Jawohl! Mein lieber Freund. Warst du nicht eher Tierschützer? Das sieht mir gar nicht danach aus. Das sieht mir so eher so aus, wenn du Jäger gewesen bist. Ich glaube, Tierschützer sieht das ein bisschen. Beim Tierschützer sieht das anders aus. Da sieht das nicht ganz so wild aus hier. Okay, ich bin gespannt. Wir werden den Brand jetzt löschen. So. Das passt doch gut. Und ich habe eine ganz üble Befürchtung. Das ist klar, natürlich. Verrückter Idiot. Komm, Claire. Ab mit dir. Tschüss. Der Ochse kann uns mal. Der kann uns mal gern haben. Jetzt. Was ist das denn schon wieder für ein Teil? Das ist das Elektronikteil. Das war die ganze Zeit da. Jetzt mach keinen Scheiß. Das Elektronikteil war die ganze Zeit hier in dem Raum gewesen. Mann, ey. Nein, er hat mich schon wieder. Claire! Mäuschen! Mäuschen! Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben! Nein! Was für ein blöder Idiot. Und Leute, damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil 2. Kam der jetzt hier rein? Nee, ne, ich wollte doch gerade sagen. Die hat er natürlich schön gemacht. Die hat er schön präpariert, die Tiere. Aber muss das sein? Chief, du bist wahnsinnig. Okay, ein Elektronikbauteil habe ich. Und ich vermute, ich brauche auch ein zweites. Ich vermute echt, ich brauche noch ein zweites. Und das finde ich oben auf der Turmuhr. Richtig schön. Okay, kleines Elektronikteil. Ja, hervorragend. Toll. So, das erste. Gleich mal reinsetzen. Gott sei Dank. Ja, die Schlüsselkarte. Die will ich haben. Da ist noch ein bisschen was zu tun bis dahin. So, Teil 1 ist drin. Muss wirklich hoch. Ich muss wirklich hoch. Ich hatte es fast schon befürchtet. Und dieses wild gewordene Dreckschwein ist hier immer noch unterwegs. Der große Graue mit dem schwarzen Hut. Wahnsinniger. Wozu entwickelt man sowas? Wozu bitte? So, erstmal herausnehmen. Gleich kombinieren. Habe ich noch irgendwas da? Komm, auch gleich kann ich nicht rausnehmen. Wenn das so ist. Eins nach dem anderen. Wird nicht schaden. So, hier mache ich auch gleich mal ein blaues, eine blaue Krautmischung fertig. Kombinieren. So, sehr schön. Okay, was habe ich hier noch? Das Zahnrad muss oben hin. Das Zahnrad muss oben hin. Und ich würde gerne ja irgendwie noch anderweitige Munition mitnehmen. Großkalibrige Munition. Ja, das ist schön. Das ist ein 45er. Ich weiß nie, was ich mache. Ich weiß nie, was ich mache. So, das ist mal wieder rüber. Ich nehme mit die Brandgranaten. Denn wenn er auf irgendwas allergisch reagiert, dann sind es bislang gewesen die Brandgranaten. Definitiv. So, großkalibrige Munition nicht. Ich brauche noch Platz. Ich wüsste was. Ich wag's jetzt einfach mal. Okay. Er ist hier immer noch im Hause unterwegs. Der olle Penner.
4 Schuss. Einer. Und hier habe ich noch jede Menge. Okay. So, ich muss irgendwie hochkommen. Und der Arsch ist oben unterwegs. Warte mal, wo komme ich denn hier nach unten? F1. Dann bin ich da angekommen. Der Vernehmungsraum, Beobachtungsraum. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, da mal nachzuschauen. Da muss ich erstmal gar nicht hin. Ich muss definitiv hier nach oben. Stars Büro, da. Der Uhrenturm, da muss ich hin. Okay. Ist da was? Ich folge ihm erstmal. Irgendwie muss ich ja rüberkommen. Das war der Weg nach draußen? Nee, hier vielleicht nicht lang. Hier erstmal. Was liegt hier? Ach, ist egal. Ist egal. Die Tür ist von der anderen Seite zu. Super. Das macht mir Spaß. Oh, hör auf, du bist nicht schon wieder da, oder? Du bist nicht schon wieder hier. Shit! Er ist wirklich schon wieder hier. Dreckiger Eunuch. Mann! Ich lach mich tot. Ich lach mich echt tot. Zack. Meine Fresse. Das ist doch nicht dein Ernst. Ganz ehrlich. Muss ich jetzt wirklich den gesamten Weg wieder zurückgehen? Meine, mir ist das gleich. Ich mach das gerne. Dann bin ich ihn zumindest erstmal los, weil hier kommt er nämlich nicht hin. Hier kommt er nämlich nicht hin. So, und runter. Bitte! Lass mich da irgendwie langkommen. Das wäre großartig. Ich höre ihn immer noch. Ich bin ja nicht gerade irgendwie 20 Meter mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, ne? Ist schon richtig. Wo muss ich lang? Da vorne. Muss ich hier wieder ganz runter? Kann das sein? Ich probiere es aus. Das Gute ist, das hat mich, glaube ich, bis hierhin nicht verfolgt. Also ist mir zumindest in der Leon-Kampagne noch nicht aufgefallen. Ha, wobei sein Arsch eh so dick ist. Da kommt gar nicht durch die schmalen Türen hier. Ja, da kommt er nicht durch. Ach, im Leben nicht. Im Leben nicht. Warte mal, kann ich irgendwas machen? Nein, ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass der Zugang frei ist. Ansonsten muss ich mir jetzt erstmal irgendwie einen Weg erdenken. Puh, Spannung steigt. Ich komme hier auch nicht lang. Claire, was ist los? Warte, hier liegt was. Ja, ein Kraut. Ja, spitze. Richtig gut. Ich muss irgendwie dahin. Und dann darüber. Da hinten muss ich hin. Problem ist nur, ich kann diese komische Schwebebrücke nicht wieder aktivieren. Das geht nicht. Also geht es hier nicht lang. Boah, ätzend. Die Brücke funktioniert leider nicht. Mist. Gut, da muss ich halt überlegen. Wie komme ich weiter? Wie komme ich weiter? Ich habe kein Ventilrad. Also keine Kurbel. Um oben dieses Hindernis irgendwie aus dem Weg zu kriegen. Diese komische Brandschutztür. Und oben ist auch alles zu. Das wird mir echt lustig. Das wird mir jetzt ja richtig lustig. Naja, wir gucken. Wir gucken, wie schwer kann es sein? Quatsch, ich muss doch da lang. Wie schwer kann es schon sein? Der Strom hat hier immer noch im Hause rum, ne? Ich werd bekloppt, ey. Ganz ehrlich. So ein Wahnsinniger. Okay, so. Also wir könnten rein theoretisch noch nach unten gehen. Ich
weiß nur nicht, was das bringt. Naja, er ist immer noch unterwegs. Er ist hier immer noch irgendwie unterwegs. So, wir sind hier. Da ist kein Durchkommen. Hier ist auch kein weiterer Ausgang in dem Raum. Okay, also wir könnten runtergehen. Dann kommen wir hier an und haben lediglich Zugriff nur auf die beiden Räume. Auf den Beobachtungsraum, auf den Vernehmungsraum. Auch hier würde es auch nicht lang gehen. Ja, wäre ich doch bekloppt. Hier ist der Schießstand. Verschlossene Tür. Jetzt weiß ich gar nicht, ist vielleicht da der Transformator schon in Betrieb genommen, dass ich hier weiterkomme? Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen, wa? Nee. Wenn wir schon mal hier sind. Der steht auch direkt vor meiner Haustür hier. Na klar, der Ochs ist hochgegangen. Schnell! Claire, mach hin! Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der hat was gegen uns, ich weiß zwar nicht was. Oh nein, Zombies! Leck mich. Leck mich. Leck mich richtig fett. Der ist auch schon da jetzt wieder. Nee, kann nichts nehmen. Erstmal nicht. Ich komme hier nicht rein. Ich lauf mich tot. Ah, nee. Shit. Jetzt reicht es mir. Du blöder Idiot. So. Jetzt durch. Da ist der Nächste. Da ist der Nächste! Oh, Mist, Mann! Lauf! Lauf! Okay, hier runter kommen wir keine gute Idee. Ne? Hier runter kommen wir mal echt keine gute Idee. Aber Leute, wohin denn jetzt bitte? Was soll ich tun? Hier ist kein Durchkommen. Leck mich! Aber richtig, du. Aber richtig. Oh. Doch, es geht oben lang. Es geht oben lang. Das tat weh. Das tat jetzt gerade richtig weh. Meine Fresse. Ob ich jetzt so eine Kräutermischung verbrauche? Wo stehe ich denn überhaupt? Wo stehe ich denn? Auf Warnung. Na, da reicht doch ein einzelnes Kraut. Da muss ich euch gleich hier so eine Kräutermischung verbrauchen. Mein Gott, ey. Jetzt fällt mir der Weg ein. Ganz schön doof, ne? Wo ist denn der Ochse? Irgendwo hinter mir. Okay, komm, jetzt weg hier. Klar, ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden. Jetzt fällt die mir ein, richtig gut, ne? Scheiße, Mann. Okay. Dahinter ist man heute wieder komplett verpeilt. Wir kommen doch hier lang. Er hat doch den Weg frei gemacht. Na, siehste, geht doch. Na komm, das Heilkraut nehmen wir erstmal an uns. Das wird nicht schaden, eins in Reserve zu haben hier. Und er ist schon wieder am Verfolgen, ne? Er ist schon wieder am Verfolgen. Es ist alles nicht sein Ernst. Es kann nicht sein Ernst sein. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich bin zurück. Boah. Oh, die ganzen Flitzpiepen sind hier alle tot, das ist gut. Jetzt irgendwie genau über mir. Genau hier oben irgendwie. Wie kam ich denn da nochmal am dümmsten hin? Das bin ich mir gar nicht sicher. War das hier? Nee. Ich glaube, ich muss schon noch einen höher gehen, oder? Oh, das ist aber ganz gut. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Kann ich doch den Karo-Schlüssel mal einlösen. So, okay. Was liegt hier? Ich kann nichts sehen. Schießpulver. Ja, will ich es mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Das ist einfach nur eine Wäschekammer. Weil da wirklich nichts Brauchbares liegt, außer... Oh, ein tragbarer Tresor. Den müsste ich eigentlich mitnehmen. Ich habe es jemandem versprochen. Ich habe es jemandem versprochen, dass ich mich darum kümmere.
Ja, okay, vielleicht auf dem Rückweg. Vielleicht auf dem Rückweg. So, gibt's denn hier noch weitere Räume, die ich vielleicht öffnen kann? Und ich hoffe nicht, dass hier noch irgendein Licker auf mich wartet. Hab euch alle aus dem Bild gekickt, ja? Merkt euch das. Gut, wir kommen hier definitiv wieder. Wie kommt denn der Hornochse schon wieder hier hin? So schnell! Ich glaube es einfach nicht. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. So ein Blödarsch, ganz ehrlich. So ein Blödarsch. Jetzt lässt er mir noch nicht mal zu, dass ich hier rumlaufe. Du bist doch krank im Kopf. Ach, warte. Wenn es so ist, weißt du, ich bin gesund. Ich nehme erstmal den Tresor an mich, damit der weg ist. So, okay. Du blöder Hornochse, ganz ehrlich. Die hatten auch noch was liegen gehabt. Was denn? Was hatte der denn? Messer. Kein Platz. Kein Platz für Messer. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Typ mich unten verfolgt und nicht hier oben. Oh, shit. Nein, Licker. Licker. Mann. Immer noch hinter mir. Verrückter Penner. Meine Fresse. Okay, da lang, da lang, da lang. Ja, jetzt bin ich hier. Und ich muss hier rüberkommen. Ich muss irgendwie hier rüberkommen. Das bringt alles noch gar nichts. Ich kann noch gar nichts machen, fällt mir gerade auf. Ich muss zunächst dieses komische Rätsel hier unten lösen. Das ist doch schlecht, Leute. Das ist doch ehrlich gesagt schlecht. Na, guck mal her. Was soll's? Was soll's? Dann klappern wir erstmal die übrigen Räume ab, die es hier noch gibt. Ich komme da nämlich erst rüber, sobald ich dieses blöde Rätsel mit diesem Wagenheber da erledigt habe. Also fehlt mir der Wagenheber. Okay, so, komm. Hier rein. Inventar leer machen. Und weiter geht's. Boah, ist das eklig. Ist das eklig, ganz ehrlich. Wobei, jetzt rätseln wir erstmal. Jetzt rätseln wir erstmal, bis dieser tragbare Tresor hier erledigt ist. Untersuchen. Okay, mal gucken. Das klappt schon nicht. Das geht schon gut los. Aha. Aha. Das klappt auch nicht. Also. Ich hab's. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Zack. Das ging diesmal wirklich richtig schnell. Und da drin werden wir finden eine Taste. Alles klar. Taste 1 habe ich. Kann man das irgendwie noch untersuchen? Steht da was drauf? Nö. Es ist eine Taste. Und der Arsch ist schon wieder hier irgendwo. Oh, das ist echt. Das ist nicht sein Ernst. Licker, Licker. Warum ist der denn so scheiße drauf in dem Modus? So, verrecke. Du dreckiges Schwein. Er ist schon wieder da, er ist schon wieder da. Ich glaube es nicht. So. Und zwar, Taste reinsetzen. Benutzen. Ja, bestätigen. Auf 2. So, das ist 102, da geht's schon los. 103. Oh. Komm, verstecken, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er hat mich schon gesehen. Oh Mann, ey. Ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel mit dir. Du blöder Ochse. Du oller, blöder, dicker Ochse. Meine Fresse. So, komm, erstmal hier rein. Sichern. Sicher ist sicher.
Das ist doch echt nicht sein Ernst. So, wir gucken nochmal nach. Wo kann ich denn jetzt noch nicht hin? Tja, da bist du, wa? Komm, lauf weg. Lauf doch weg, Mensch. Was soll es denn? Was bringt es dir hier zu warten? Such dir einen anderen Weg, du Penner. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, was mir jetzt fehlt, ist der Wagenheber, ja? Ein blöder Wagenheber. Den habe ich definitiv noch nicht. Also ich muss noch irgendwelche Räume durchsuchen. Jetzt komm, mach doch irgendwo eine Tür auf. Lass mich doch in Ruhe. Ob ich geladen ist. Hier habe ich auch noch ein bisschen Munition, das passt. Okay, so. Er ist weg, das ist schon mal gut. Lass uns mal gucken. Was gibt's denn hier noch? Ja. Erste-Hilfe-Spray. Ja, noch Schießpulver. Der Vernehmungsraum, da müsste ich eigentlich wirklich nochmal hin. Eigentlich müsste ich da wirklich nochmal hin, mir das nochmal angucken. Tja. Da ist nämlich noch eine Tür. Frage ist nur, will ich das wirklich wagen? Will ich das wirklich wagen? Ach, was soll's, warum nicht? Irgendwo wird der blöde Wagenheber schon liegen und ich brauche ihn. Und hoffentlich nimmt er nicht gleich zwei Inventarplätze weg. Was? Ach, das kam gar nicht von hier. Oh. Das klingt aber nicht schön. Das klingt aber gar nicht schön. Kommt her, ihr Pappnasen, bleibt schön liegen. Oh nein, der Nächste. Ihr seid doch alle krank im Kopf, ganz ehrlich. So. Ich müsste wirklich da nochmal gucken. Der Assi hat mich ja abgelenkt. Deswegen kam ich ja nicht mehr zu. Und in den Vernehmungsraum wollte ich mal rein. Vielleicht liegt da ja zufälligerweise der Wagen drüber. Ich weiß es nicht. Okay, so. Dann sind wir wieder da. Und Claire, wenn du ein bisschen langsamer machst, dann hört er dich vielleicht auch nicht. Okay, so. Ich glaube, da unten ist wieder ein Zombie aufgestanden. Den hauen wir um. Den hauen wir um. Kriegt man ganz gewaltig in seine Fressneige. Da ist er. Und es ist der Herzschlüssel, den wir brauchen. Sehr gut. So, leg dich schlafen, du Penner. Meine Fresse. Hat überhaupt gar keinen Sinn mit dir. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Und auf damit. Gut. Hallo, jemand hier? Let me out. Das war gar nicht schön. Okay, hier ist Munition. Oh oh. Das ist nicht gut. Wer weiß, wer auf der anderen Seite hockt. Oh, ich habe noch einen Tresor gefunden. Wie abgefahren ist das denn? Ja. Ah, oh, ich hab's geahnt. Ich hab es geahnt. Das kam mir irgendwie aus dem originalen Teil noch so vor, dass hier noch irgendwas ganz Wildes passiert. Okay, das ist ja ziemlich cool. Ziemlich cool. Oh, hör doch auf, bitte. Das hat er natürlich wieder gehört, ne? Ich werde echt bekloppt. Ich. Komm her, lad durch. Lad durch die Muni. Ja, das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen, oder was?
vor. Mal gucken, ob da eventuell unten drin der... In der Asservatenkammer, Quatsch, in der Munitionskammer, ob da eventuell der Wagenheber drin gewesen wäre. Oh, ich hasse den Assi, ich hasse ihn. Komm her, tut mir leid, das bringt alles nichts, ich muss dich leider weglegen. Ja, es muss leider sein. Ich mach das echt nur ungerne. So, warte mal, die Tür ist abgeschlossen, da kommt er doch gar nicht rein. Krieg ich die von innen vielleicht auf? Nein, natürlich nicht, ist ja klar, warum auch? So, warte, wir versuchen das mal. Untersuchen. Mal gucken, ob das auch so schnell geht, wie das gerade eben. Das ist okay. Das ist schon mal blöd. Das geht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das passt. Tack, tack. Tack. Tack geht nicht. Das haut auch nicht hin. Na los. Lass das funktionieren. Auch nicht. Das passt. Das passt auch. Das auch. Oh, super. Sehr schön, sehr schön. Das ging ja diesmal richtig schnell. Was so ballieren, da muss ich, glaube ich, 10 Minuten rumexperimentieren. Okay, ja, schön. Jetzt den ganzen verfluchten Weg wieder zurück, um diese eine Taste da reinzulegen. Ja, bekloppt. Und ich kann das Schießpulver leider nicht mitnehmen. Mein Inventar ist schon wieder voll. Oh, oh. Was liegt hier? Konfessierungsbericht. Konfessierungsgrund, verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Sitz wurde konfisziert. Anmerkung. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhöhniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. Okay, eine weitere Notiz. Ja, da wollte er wirklich einen Safe knacken. Der hatte sogar schon die Kombination, richtig gut. Okay, links 6, rechts 2, links 11. Alles klar, so. Den ganzen verfluchten Kackweg wieder zurück. Lass sich den Weg lohnen. Weh, der lohnt sich nicht. Das muss sich lohnen für mich. Bitte. Jetzt wieder auf die andere Seite. Ätzend. Richtig ätzend. Na gut. Oh! Was war das? Gar nicht cool. Überhaupt nicht cool. So, komm. Claire, wieder runter. Wieder runter. Das lohnt sich nicht. So ein elendiger Mistkerl, ganz ehrlich. Komm, jetzt schneid mir nicht den Weg ab. Jetzt schneid mir nicht den Weg ab. Du bist hier nicht. Du bist über mir. Bitte. Schwein gehabt. Echt Schwein gehabt. Boah. Da kriegst du richtig Puls, sage ich euch. Da kriegst du richtig Puls. So, jetzt weiß ich nicht, inwiefern es vielleicht clever wäre, erstmal mehrere Sachen abzulegen. Ach ja, stimmt ja. Hier war ja gar kein... Schade eigentlich. Na gut, aber Safe Room ist ja unmittelbar in der Nähe. Das ist ja gar nicht so schlimm. Okay. Der Safe Room ist, wenn ich ihn brauche, ja nicht weit weg. So, ich bin zurück. Okay, jetzt darf ich endlich, ja? Benutzen. So, alle Tasten sind drin. Richtig gut, was brauche ich denn? 102? 103 kann ich nehmen? Lass hier irgendwas Gutes drin sein, bitte. Den Wagenheber vielleicht. Nein, 208?
Oh, auch gut. 203 und 208 lohnen sich auf jeden Fall. 203. Enter. Das lohnt sich definitiv und 208 lohnt sich. Okay. So, das ist immer gut. Das ist immer richtig gut. So, 208 auch. Das ist auch immer sehr schön. So. Hat sich gerade da vorne der Zombie bewegt. Hör auf damit. Okay, hier hatte ich alles gehabt. Nee, kann er nicht. Die sind alle... Die sind rotzetot, die Typen. Hier, 102 nehme ich auch noch mit. Und weißt du, was denn so schön ist, mache ich 103 auch noch auf. So, haben wir komplett hier geplündert. Gut. Hab ich. Alternativwaffe ist auch immer schön. Okay, die ist nur zum Abwehren da. Gut. Der Raum ist komplett geplündert. Ja, Schnubinho, auf jeden Fall danke dir für den Tipp, dass ich doch mal beigehen sollte. Gelohnt hat es sich schon. Das definitiv. Gut, aber jetzt möchte ich erstmal mich wieder aufmunitionieren. Ich fühle mich so nämlich ziemlich nackig, wenn ich ehrlich bin. So, Cap, gab es hier noch irgendeinen Raum, den ich bislang nicht betreten konnte? Den hier. Ja, dann nehmen wir den. Irgendwie geht's immer weiter. Und mit ein bisschen Glück ist hier genau das drin, was ich brauche. Tatsache. Ich hab es erhofft. Meine Gebete wurden erhört. So. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Irgendwas. Ich nehme alles. Ein Kopierer. Was ist das denn? Ja. Gerne mitgenommen. Kombinieren. So. 14 Schuss. Die Tür ist noch verriegelt. Das ist ganz gut. Vielleicht aber auch nicht. Oh, hör auf, Mann. Oh, blöder Idiot. Ganz ehrlich. So. Komm, weiter. Nein! So. So schnell ist das Messer wieder unnütz geworden. Verdammt! Exit. Lass mich hier raus, bitte. Jetzt werde ich doch bekloppt so langsam. Oh, shit, Mann. Shit. Alles wieder voll mit Viechern hier. Du siehst mich nicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weißt du was, Kollege? Nimm den. Erzähl das jemandem, den es interessiert, du Penner. Oh, ist das zum Heulen. Also merke, den linken Bereich erstmal nicht benutzen. Oder alles niederschießen. Das kann ich mir aussuchen. Schnell. Schnell in Sicherheit. Oh, nein. Schnell. Claire! Ja, Gott sei Dank. Ha, ihr könnt mich mal. Alter. Oh, ich gehe tot, ne? Ich gehe echt tot. Ich habe gerade Herzrasen. Du dumm. Ihr seid doch echt die letzten Drecksköppe. Okay, komm. Aufmunitionieren. Ich krieg noch zu viel. So, alles rein. Durchladen. Boah, will ich jetzt da wirklich wieder raus? Ich muss, ne? Ich muss wieder raus. Na gut, was soll's.